Hallo und herzlich willkommen, hier ist Wissen für euch. Heute mit einem kleinen, coolen, spannenden Video, das man überhaupt nicht unterschätzen sollte, das aber mega lustig und spaßig ist. Viel Spaß bei dem Video. Okay, und zwar, es geht um Brennnesseljauche oder Brennnesselgülle, wie man es auch nennen kann. Oder, wie ich es bezeichne, als natürlichen Dünger. Ja, es gibt, ihr werdet sicherlich da schon das eine oder andere vielleicht diesbezüglich gehört haben, in Bereichen von, also in Ländern wie Frankreich und Italien ist es ja sehr verpönt, beziehungsweise wird ja teilweise schon geahndet mit Strafen. Da hatte ich persönlich einen Bericht gesehen über italienischen Winzer, das war ziemlich spannend, was die da für Vorkehrungen treffen mussten, oder dass sie das im Prinzip gar nicht machen durften, dass es da ganze Kommunen und natürlich auch ganze Dörfer gab, die darauf sehr, sehr gepocht waren und ja, durften es einfach nicht, ja. Da hat die Regierung sozusagen gesagt, nee, ist nicht, es ist kein geprüftes Mittel, ja, ein chemisch geprüftes Mittel, das ist natürlich, wird dann entschieden, okay, das ist, können wir verwenden, weil es nur die und die Schadstoffe beinhaltet und das ist noch okay für einen Menschen. Aber ein reines Naturmittel, das kann man da natürlich nicht reinziehen, weil das ist nicht richtig geprüft. Also ich sage das jetzt so ein bisschen satirisch halt, aber es ist ja auch eine ganz klare Sache. Wir brauchen da ja auch nicht lange rumüberlegen oder rumdiskutieren, warum ist denn das so? Ja, weil kein Naturmittel ist in vielen Punkten. Mittlerweile gibt es bei den Nahrungsergänzungsmitteln da ein bisschen Umdenken, aber auch teilweise falsches Spiel. Aber es werden ja keine richtigen für Naturpflanzen, für Heilpflanzen richtige Forschung betrieben, weil es nicht lukrativ für die Pharmaindustrie bzw. für die Wirtschaft im Allgemeinen ist. Ja? Wenn ich was rausbringe oder etwas sage, das meine persönliche Erfahrung, und darum geht es jetzt in dem Video, ich möchte hier keinen dazu ermutigen, jetzt Jauche selber herzustellen, weil dabei würde ich mich ja fast schon selbst strafbar machen hier in Deutschland, wenn man das so sagen kann, sondern ich spreche hier wirklich nur von meinen eigenen Erfahrungen. Aber das kann es ja auch auf der anderen Art nicht so richtig sein. Wa? Weil sind wir mal ganz ehrlich, nur weil etwas nicht geprüft ist, aber trotzdem ein Naturmittel ist, ja, wenn ich da jetzt nur mal an Vogelmiere denke, wunderbares Wildkraut mit tollen Vitamin C-Inhaltsstoffen, wenn das genauer geprüft werden würde, dann würde das vielleicht noch viel mehr mit bestimmten Forschungen und in den Umlauf kommen, ja, Weltumlauf, und könnte damit vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle kultiviert werden und zigtausend Menschen mit glücklich machen. Ja. Nur mal jetzt so dahingesponnen. So ein ähnlich ist es bloß, weil das nicht geprüft wird, weil damit vielleicht kein Geld mit verdient werden kann, weil es Brennnesseln nahezu überall gibt und auch zigtausende von Sorten. Ja, das muss man jetzt dazu sagen. Es gibt auch eine Brennnessel, die hatte ich in, ich glaube, das ist auch ziemlich spannend, in Australien. Da, wenn man diese Nessel, also wenn man eine Nessel ist, das was letztens sticht bei einer Brennnessel, wenn die einsticht, dann kann man sogar direkt sterben oder richtig krass betäubt werden. Das ist extrem heftig. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Varianten, aber da brauchen wir uns hier in Deutschland keine Sorgen machen. Das heißt, wie habe ich das gemacht? Ich habe bei mir im Umkreis, ich habe das sogar so ein Stückchen in den eigenen Garten transpiriert, ja, wo die meisten sagen, lieber raus, habe ich zur Brennnessel ja gesagt. Ich habe derzeit bei mir zwei unterschiedliche Sorten. Ich werde auch einzelne Videos, Fotos für euch dann noch reinstellen, wie ich selbst diese Jauche, diese Gülle hergestellt habe, wie die Pflanze aussah und so weiter. Pflanzen, ich habe auf jeden Fall zwei unterschiedliche Sorten verwendet und weil ich die auch als Tees und so verwende, so ein bisschen entschlacken und entgiften. Und im Prinzip, einfaches Ding, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen großen Maurerpott besorgt. Ja, das sind diese Maurerpötte, wo man selber Zement aufmischen kann und. Das ist, der war ungefähr bei 50 Liter waren das. Und dort habe ich ja, also fast gute Hälfte, fast sogar drei Viertel voll mit Brennnesseln vollgefüllt, also im Volumen natürlich jetzt gesehen. Und dabei habe ich die Stöcker mit reingesetzt und die Pflanze, also ist komplett alles abgehackt und alles komplett mit rein, sind noch die ein oder anderen Stiche dabei entstanden, aber das ist ja nun mal so, ist auch nicht weiter wild. Und habe die reingepackt und habe die dann mit frischem, klarem Wasser aufgefüllt. Dann habe ich das Ganze abgedeckt und dann alle zwei Tage habe ich das immer wieder, manchmal auch täglich, je nachdem,
immer umgerührt und habe das für circa 2 bis 3 Wochen, da die Sonne nicht so dolle da war, zwischen 2 bis 3 Wochen habe ich das Ganze immer wieder verrührt und ungefähr so nach 1,5 Wochen fängt das dann richtig an zu jauchen. Also das stinkt auch echt widerlich. Also wie Kotzerei, Durchfall und Pupserei, alles zusammen, Kombination, also ist echt krass. Ja, ist ziemlich heftig. Nichtsdestotrotz, das Ganze habe ich dann abgefüllt in verschiedenen Flaschen. Ihr könnt euch da Kanisterflaschen holen, 5 Liter, oder ihr nehmt einfach die PET-Flaschen, 1,5 Liter, und füllt die immer weiter fort. Ich habe das ein Stückchen gemixt, weil ich auch in der Nachbarschaft ein bisschen was verteilt habe. Dann auch noch innen drinne, für innen drinnen wollte ich hier kleine Fläschchen noch haben für meine Pflänzchen und so weiter. Ja, und ja, was kann man sagen? An den Geruch gewöhnt man sich, wenn man das jetzt einschüttet oder ihr es auch für drin verwendet. Riecht es am Anfang im kurzen Moment, die erste halbe Stunde vielleicht auch ein bisschen unangenehm, verzieht sich aber. Im Hauptaugenmerk nehme ich es aber für draußen, fürs Gemüse, fürs Obst, jetzt natürlich jetzt für die Bäume auch. Dafür verwende ich es jetzt auch, dass ich am Stiel unten ein bisschen was einpflanze, aber im Prinzip für Gemüse, für die Kräuter, für alle Pflanzen, im Prinzip für alles, gieße ich da immer ein Stückchen was mit dazu, nehme es einfach als natürlichen Dünger. Und habe damit derzeit sogar sehr gute Erfolge. Ich kann euch dazu sogar, gebt mir kurz mal eine Sekunde, ein gutes Beispiel nennen. Und zwar, auch wenn er jetzt euch sicherlich erschreckt, aber er war komplett tot, da war nichts mehr, habe ich damit angefangen, die Brennnesselgülle, und das ist beim echten Bonsai, das ist ein indonesischer Buchsbaum, saumäßig schwer, die wieder heil zu kriegen. Und der war komplett kahl. Und man sieht, da entsteht jetzt langsam schon wieder was. Ja? Also der muss jetzt noch weiter gekürzt werden. Ja, aber man sieht schon, da entsteht was. Ich werde es weiterhin verwenden und einfach mal gucken und sicherlich dann auch berichten. Eine Sekunde. Da wieder an sein Plätzchen kommt. Und werde sicherlich dann auch nochmal berichten, was dabei rausgekommen ist. Ja, also demzufolge ganz tolle Erfolge, auch im Bereich der Tomaten. Ich habe das bei den Tomaten viel verwendet und auch beim Rhabarber. Wenn ihr den Rhabarber sehen würdet, der ist von solchen kleinen, zierlichen Blättern und Stielen, vor allen Dingen, geht es ja um Stiel, ist das ein Riesenblatt, so groß fast wie der ganze Bildschirm, noch weit, weit größer, kaum vorzustellen, wie stark die gewachsen ist. Das heißt, Potenzial ist auf jeden Fall da. Und im Benahrungsbereich Kräutern habe ich das Ganze jetzt auch schon so konsumiert und muss sagen, also ich lebe noch, es ist noch alles gut, ja, ich bin noch da, kann noch das Video drehen, ja, also scheint es aus meiner Sicht nicht ganz so schädlich sein. Ja, das war, wie gesagt, ein kurzer Einblick zur Brennnesselgülle. Ich finde das Ganze sehr, sehr spannend, interessant. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht als Befürwortung nehmen, ja, will ich mir jetzt in dem Sinne nicht rausnehmen und auch selber natürlich ein Stückchen absichern. Das sind, wie gesagt, nur meine eigenen Erfahrungen und ich bin aber persönlich davon sehr, sehr begeistert und werde das weiterhin einbauen für meinen kleinen Garten und für innen drin, für die Pflänzchen. Okay, das war's dazu. Ach so, übrigens getrunken habe ich es noch nicht. Und ich glaube, die Überwindung werde ich mir auch nicht wirklich antun, aber man weiß ja nie, oder? Man weiß ja nie, wenn dann werdet ihr es auf jeden Fall als erstes erfahren. Okay, alles klar. Ich wünsche euch alles Liebe. Ich habe euch lieb. Alles Gute. Bis dahin. Vielen Dank. Euer Sid.